Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. 60 Jahre Weberhaus, 60 Jahre Erfolgsgeschichte. Die Nachhaltigkeit und auch die Energieeffizienz wird ganz sicher ein ganz großes Thema für uns, für die Zukunft sein. Da gibt es ja auch zwei Seiten. Das eine ist das Produkthaus und da haben wir schon manchen Meilenstein zurückgelegt. Was ist jetzt das Geheimrezept, das Geheimnis dieses großartigen Erfolges? Gibt es an sich kein Geheimnis. Wir haben gearbeitet, haben nachgedacht. Das können wir jedes Mal, jeden Tag besser machen. Die Mitarbeiter motivieren. Liebe Weberhaus-Familie, meine Damen und Herren, wenn unser Land als Land der Häuslebauer gilt, dann hat Weberhaus zu diesem guten Ruf in den letzten Jahrzehnten ganz kräftig beigetragen und ihn mittlerweile auch nach halb Europa exportiert. Ganz nebenbei auch mit der Botschaft, dass Nachhaltigkeit eben nicht Verzicht bedeutet, sondern Lebensqualität. Die Leute leben offenbar gern in ihren Häusern. Also man kann sagen, Holz ist wirklich ein echtes Nachhaltigkeitswunder und deshalb so etwas wie das Material unserer Zeit. Und deshalb sind Unternehmen wie Weberhaus ebenso wichtig. Ja, weil sie vormachen, wirtschaftlicher Erfolg muss eben nicht auf Kosten der Natur gehen. Alles Gute zum 60. Geburtstag Ihres Unternehmens. Viele, viele gute weitere Jahre und Jahrzehnte. Alles Gute. Jetzt darf ich allen nur recht herzlich danken im Namen der Familie Weber fürs Kommen.